Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und rühmt sich seines hohen Lebensstandards. Teure Autos, exotische Urlaube, Luxusartikel. Doch der deutsche Wohlstand, er gilt längst nicht mehr für alle. Denn die Kluft zwischen Arm und Reich in diesem Land wird immer größer. In kaum einer Industrienation gibt es so große Unterschiede in Bezug auf Einkommen, Vermögen und Chancen. Und es ist keine Verbesserung in Sicht, denn die Reichen werden immer reicher und die jüngsten Krisen scheinen die Ungleichheit der Einkommen noch zu verstärken. Das birgt natürlich durchaus sozialen Sprengstoff. Immer mehr Menschen sind auf Hilfe vom Staat angewiesen, immer mehr fühlen sich abgehängt. Was sind also die Ursachen? Und was kann die Gesellschaft, kann die Politik tun, um dieser Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken? Darüber möchte ich sprechen mit Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und unter anderem Autor des Buches Verteilungskampf, warum Deutschland immer ungleicher wird. Herzlich willkommen, Herr Fratscher. Guten Tag, Frau Helmstedt. Ein ziemlich treffender Titel eines Buches, das Sie schon 2016 veröffentlicht haben, das aber einen fortschreitenden Prozess beschreibt. Was sind denn die neuesten Erkenntnisse zum Stand der Ungleichheit hier in Deutschland und wie hat sich das tatsächlich entwickelt seitdem? Die 2010er Jahre waren wirtschaftlich auch in Bezug auf die Einkommensungleichheit eigentlich ganz gute Jahre. Es wurde der Mindestlohn eingeführt 2015. Wir hatten einen Wirtschaftsboom, Beschäftigung ist stark angestiegen, auch die Löhne sind gewachsen. Aber das ist spätestens seit der Corona-Pandemie gestoppt worden, hat sich zum Teil umgedreht. Meine größte Sorge gilt, dass gerade in Krisenzeiten eben Menschen mit geringem Einkommen keinen wirklichen Schutz haben. Und was Deutschland wirklich außergewöhnlich macht, ist, dass wir eine extrem hohe Ungleichheit bei Ersparnissen haben. 40% der Deutschen haben so gut wie keine Ersparnisse. Das heißt, wenn jetzt eine Inflation da ist, mit 8-9% Inflation im vergangenen Jahr, ähnlichen Zahlen in diesem Jahr, haben wir einen großen Teil der Bevölkerung bis in die Mittelschicht, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, die keinen Schutzmechanismus haben, also die diesen Schocks ausgesetzt sind. Und das ist anders in anderen Ländern. Dort gibt es eben diese private Absicherung nochmal. Und das erklärt eben, wieso auch so viele Menschen in Deutschland im Augenblick so unzufrieden sind und auch so darunter leiden. Dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später zu diesen privaten Vorsorgen. Aber nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes leben rund 14 Millionen Deutsche in Armut oder sind gefährdet, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Erstmal vielleicht zur Klärung, wie definieren wir diese Armutsgrenze hier in Deutschland? Armut wird generell definiert als ein Mensch, der in einem Haushalt lebt, der weniger als 60% des mittleren Haushaltseinkommens hat. Und wenn wir über Armut reden, reden wir nicht zwingend darüber, dass Menschen nicht zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf haben. Die Menschen gibt es auch, sondern hier geht es wirklich um soziale Teilhabe. Denn man muss sich vorstellen, was bedeutet das für eine Familie mit Kindern, wenn sie so wenig Einkommen hat. Das heißt ganz konkret, dass Kinder gewisse Aktivitäten, Hobbys nicht machen können, die andere Kinder auch machen. Sie haben also nicht die Chance, Teil einer Gesellschaft zu sein. Das Gleiche für die Eltern. Also bei dieser steigenden Armutsrisiko, das wir in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben, trotz Wirtschaftsbooms, muss man hier betonen, geht es natürlich vor allem um fehlende Teilhabe. In manchen Fällen noch mal schlimmer, dass einfach die Grundversorgung nicht da ist. Die Tafeln in Deutschland haben fast 2 Millionen Menschen, die zurzeit regelmäßig die Tafeln aussuchen. 2 Millionen Menschen in Deutschland von 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Das zeigt, wie dramatisch eben doch für eine gewisse Gruppe es dann ist, dass es nicht nur um soziale Teilhabe geht, sondern auch wirklich um das Überleben, über die Grundbedürfnisse. Und das ist für so eine reiche Gesellschaft wie Deutschland wirklich ein Armutszeugnis. Absolut. Und gleichzeitig wissen wir, die Reichen werden immer reicher. Man versteht das überhaupt nicht. Auch der Anteil an reichen Menschen in Deutschland ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Und auch da vielleicht erstmal die Frage, was definiert Reichtum? Ab wann werden Menschen als reich bezeichnet? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt
Dementsprechend manchmal sagt man mehr als 200, also mehr als das Doppelte des mittleren Haushaltseinkommens gelten Menschen als einkommensreich. Bei Vermögen ist es schwieriger. Wir haben in Deutschland ungefähr 1,5 Millionen Millionäre, also Menschen, die in Haushalten leben mit mehr als 1 Million Euro Nettovermögen. Das ist vielleicht mal auch so eine Größenordnung, wo man sagen kann, 1,5 Millionen Menschen von 84 Millionen. Ich habe eben die 2 Millionen erwähnt, die zu den Tafeln regelmäßig gehen. Das ist halt so das extreme Gegenteil davon. Das sind schon sehr viele. Und was wir auch sehen, wir haben eine zunehmende Anzahl von Milliardären, also Menschen, die mehr als mehrere Milliarden haben, aber auch mit Hunderten von Millionen Euro. Und auch das, was wir dort in wissenschaftlichen Studien sehen, ist, dass der größte Teil dieses sehr großen Vermögens nicht durch die eigene Hände erarbeitet wurde, sondern geerbt wurde. Knapp 60% aller privater Vermögen heute in Deutschland wurde nicht mit der eigenen Hände erarbeitet, sondern geerbt, geschenkt bekommen. Und das zeigt wirklich auch die Problematik. Es kommt weniger auf Ihre Leistung an, was Sie im Leben wirklich leisten, sondern mehr auf die Glück der Geburt, in welche Familie Sie geboren werden. Und das ist eigentlich ein kompletter Widerspruch zur sozialen Marktwirtschaft, worum es da um Chancengleichheit geht, wo es darum geht, dass alle Menschen idealerweise die gleichen Chancen haben. Und nicht nur bei den Erbschaften, bei den Vermögen, auch im Bildungssystem ist diese Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit sehr, sehr gering. Und das merken Menschen und deshalb haben auch so viele Menschen in Deutschland zu Recht das Gefühl, das ist nicht gerecht, ich fühle mich abgehängt, das ist nicht eine Gesellschaft, die für mich von den Werten her so ist, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Die neoliberal Gesinnten unter uns würden sagen, man müsste sich einfach mehr anstrengen. Inwiefern trägt ein solches Argument überhaupt oder inwiefern hat das mit Leistung zu tun am Ende des Tages? Sie haben jetzt natürlich den Glück des guten Geburtes angesprochen, aber es gibt sicherlich auch doch Situationen in der Arbeitswelt, die anders ablaufen könnten, oder? Ja, also sicherlich bei den Vermögen ist es extrem stark von der Familie abhängig, ist es aber auch im Bildungsbereich so. 74% der Akademikerkinder studieren, nur 21% der Nicht-Akademikerkinder. Ich glaube, das, was es so schwierig macht, ist, dass selbst Menschen, die sehr hart arbeiten, sich wirklich anstrengen, Schwierigkeiten haben, aus eigener Kraft Vermögen aufzubauen. Und es liegt auch unter anderem am Steuersystem. Es gibt kein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und gleichzeitig Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und das heißt, wenn Sie mal viel Vermögen haben, läuft's, dann ist es leicht, das zu mehren, weil es auch kaum besteuert wird. Wenn Sie aber arbeiten und Vermögen durch Arbeit aufbauen wollen, ist es sehr, sehr viel schwieriger als anderswo in der Welt. Und das führt eben auch nochmal dazu, dass diese Lücke, diese Ungleichheit sowohl bei Einkommen, aber eben auch bei Vermögen größer wird. Und das hat eigentlich nichts mit Leistung zu tun, wenn Leistung sich nicht lohnt, also Arbeiten sich nicht lohnt, weil es eben sehr stark besteuert und sehr stark mit Abgaben belegt wird. Ich rede hier nicht von den Hochverdienenden, den Menschen, die viel verdienen, sondern gerade Menschen in der Mitte der Gesellschaft. Auch Menschen mit geringen Einkommen zahlen eine ungewöhnlich hohe Abgabenlast, gerade über Sozialbeiträge. Also das ist mir auch nochmal wichtig. Es geht hier wirklich um die Belastung von Arbeit für Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen, die in Deutschland unverhältnismäßig groß ist im internationalen Vergleich. Und Sie haben schon die Pandemie angesprochen. Also inwieweit haben die jüngsten Krisen, die Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, die damit verbundene Inflation, also das alles, diese soziale Ungleichheit noch weiter verstärkt? Wir haben dazu in vielen Bereichen noch nicht die finalen Daten, aber vieles deutet darauf hin, dass die Ungleichheit bei Vermögen gerade in der Pandemie sich deutlich vergrößert hat. Und auch jetzt in dieser Energiekrise sehen wir, dass die soziale Schere weiter aufgeht. Menschen mit geringem Einkommen haben eine doppelt bis dreimal höhere Inflation als Menschen mit hohem Einkommen, weil die Inflation hauptsächlich getrieben wird durch höhere Energiekosten und höhere Lebensmittelpreise. Und das sind Dinge der Grundversorgung, für die Menschen mit geringem Einkommen viel, viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens ausgeben als Menschen mit sehr hohem Einkommen. Also die soziale Schere gerade in den vergangenen anderthalb Jahren wird nochmal deutlich größer.
Und ja, meine Befürchtung ist, wir werden, wenn die Zahlen dann mal veröffentlicht sind, wir werden wahrscheinlich einen Anstieg der Armut sehen, des Armutsrisikos sehen. Wir werden auch mehr dauerhafte Schäden sehen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, da ist es mal ein, zwei Jahre und dann ist alles wieder gut und wir gehen wieder zurück zum Status quo ante. Das sind permanente Schäden, die hier bei Bildungschancen in der Corona-Pandemie entstanden sind, die bei der sozialen Absicherung, auch bei der Gesundheit, auch jetzt in dieser Energiekrise entstanden sind. Und das sind Schäden, die Sie nicht so leicht in einer Gesellschaft wieder aufholen. Das ist meine große Sorge. Wir kommen jetzt gleich zu den Lösungen, aber Sie haben in Ihrem Blog etwas Interessantes geschrieben. Sie haben von einer verzerrten Wahrnehmung hier in Deutschland geschrieben. Ob arm oder reich, die Menschen schätzen sich in der Einkommensskala oft falsch ein. Können Sie das erklären und was sagt das, was sagt uns das über diese Gesellschaft spezifisch? Was wir sehen ist, dass wenn Sie die Menschen fragen, zu welcher sozialen Schicht zählen Sie sich, fast alle sagen, ich zähle mich zur Mittelschicht. Und das ist besonders häufig bei den Top-Verdienenden, die eine halbe Million oder eine Million verdienen, dass 6 von 7 dieser Menschen sagen, nee, wir sind nicht Oberschicht, wir sind Mittelschicht. Und Oberschicht ist schon so ein Begriff, die meisten Leute sagen, das klingt schon ein bisschen schmutzig. Und das ist die Wahrnehmung, ich nenne es die Scham des Vermögens, dass man eigentlich, das peinlich ist, das Geld so zu offenbaren, was man verdient und was man an Vermögen hat. Und deshalb sich viele zur Mittelschicht sehen. Also das ist so eine Scham, so eine Wertevorstellung. Das Gleiche gilt natürlich für Menschen, die arm sind. Auch da ist natürlich ein Makel. Niemand möchte sagen, ich bin hier abgehängt, ich gehöre zur Unterschicht. Sondern jeder sagt, nee, ich möchte schon dazugehören. Also da ist ein starker Wunsch der Teilhabe. Teil der Gesellschaft zu sein, Teil der Mitte der Gesellschaft zu sein. Das Zweite, was wir doch sehr häufig erleben, ist eine falsche Wahrnehmung. Ich nenne es jetzt Beispiel, Menschen, die über 100.000 Euro verdienen, haben häufig in ihrem sozialen Umfeld eher Menschen, die auch sehr gut verdienen und realisieren gar nicht, dass das mittlere Einkommen in Deutschland für eine Person, für einen Beschäftigten bei knapp 40.000 Euro liegt. Die können sich gar nicht vorstellen, dass die Hälfte der Beschäftigten weniger als 40.000 Euro im Jahr verdienen. Die sagen, geht gar nicht. Und dann kommt eben so ein Narrativ zustande, was auch dann manche Parteien, politische Parteien ausschlachten, indem sie sagen, es ist doch unmöglich, dass wir bis in die Mitte der Gesellschaft hinein den Spitzensteuersatz zahlen. Selbst der Handwerker zahlt den Spitzensteuersatz auf sein Einkommen im Jahr. Und das ist natürlich Humbug. Wir haben knapp 8,9%, knapp 9% aller Beschäftigten in Deutschland zahlen den Spitzensteuersatz. Also weniger als jeder Zehnte, jeder Elfte. Da kann nicht die Rede davon sein, dass es bis in die Mitte der Gesellschaft Menschen den Spitzensteuersatz zahlen. Also es hat viel mit dem Umfeld zu tun, in dem man unterwegs ist. Man vergleicht sich mit den Nachbarn, man vergleicht sich nicht mit den Personen, die ganz weit weg wohnen, mit denen man nichts zu tun hat. Also diese zwei Erklärungen, Scham von Armut und Reichtum, Wunsch der sozialen Teilhabe und auch diese Fehleinschätzung, das sind so die zwei der Gründe, weshalb Menschen häufig gar nicht realisieren, wo sie denn in der Gesellschaftsordnung eigentlich stehen. Also wie ich raushöre, also würden Sie jetzt für eine flächendeckende Steuerreform eigentlich plädieren, oder? Es hat immer zwei Dimensionen, wenn man über Veränderung bei den Verteilungsfragen nachdenkt. Einmal eine normative Dimension, was empfinden Menschen als gerecht? Und da geht es gar nicht darum, was ich empfinde, sondern darum geht es, dass die Mehrheit der Deutschen sagt, wir empfinden die Verteilung von Chancen, von Vermögen, von Ressourcen in unserer Gesellschaft als ungerecht. Das ist das Erste, also da ist ein tiefes Ungerechtigkeitsempfinden. Was für mich als Wissenschaftler relevanter ist, dass wir mit dieser hohen Ungleichheit einen enormen Schaden anrichten, wirtschaftlich, sozial und politisch. Und zwar nicht nur für die direkt betroffenen Menschen, die arm sind, wenig Chancen haben. Nehmen wir das Thema Fachkräfte. Wir haben ein riesiges Fachkräfteproblem in Deutschland, aber die Politik tut alles, um mit vielen Menschen hohe Hürden in den Weg zu legen, eine gute Ausbildung, eine gute Bildung zu bekommen, überhaupt einen Schulabschluss zu bekommen. Wir haben 30.000, 40.000 junge Menschen jedes Jahr, die ohne Schulabschluss abgehen. Wir sehen die große Ungleichheit bei den Bildungschancen. Da wird unglaublich viel Potenzial vergeben. Und dann können wir uns auch nicht beklagen, dass das Fachkräfteproblem so groß ist, wenn wir eben bei den Bildungschancen so vielen jungen Menschen so hohe Hürden in den Weg legen.
Wir haben im Arbeitsleben wird vor allem Frauen riesige Hürden in den Weg gelegt. Das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial in Deutschland in der Wirtschaft und im Arbeitsmarkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Und hier wird über das Steuersystem, Beispiel Ehegattensplitting mit Versicherung, Minijobs, fehlende Vereinbarkeit von Familienberuf und so weiter, riesige Hürden in den Weg gelegt. Also ich glaube, der Kernpunkt ist, die Mehrheit der Deutschen empfindet das, was die Situation ist, als ungerecht. Und mein Punkt als Wissenschaftler ist, wir könnten so viel mehr Wohlstand schaffen, wir könnten so viel mehr an Dynamik schaffen und alle davon profitieren. Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer wären ja froh, wenn sie mehr Fachkräfte hätten, wenn wir mehr Chancengleichheit und weniger Ungleichheit in unserer Gesellschaft hätten. Und was kann die Politik dann konkret tun, um diese Chancen zu verbessern und diese Verteilung dann im Endeffekt gerechter zu machen? Die Politik muss in die Sozialsysteme und in Chancengleichheit investieren. Wir haben ja in der politischen Debatte zurzeit zwei ganz konkrete Beispiele. Die Familienministerin sagt, 4 Milliarden Euro mehr für Kitas, 12 Milliarden Euro mehr für Kindergrundsicherung zur Bekämpfung von Kinderarmut. Und der Rest der Regierung stellt sich hin und sagt, nee, also das Geld haben wir noch nicht. Das ist nur ein bisschen teuer. Obwohl die Bundesregierung letztes Jahr erst eine Entlastung von 15 Milliarden Euro pro Jahr über die kalte Progression für die Spitzenverdiener beschlossen hat. Also sprich, das ist ein typisches Beispiel, wo man eigentlich genau weiß, mit einer Kindergrundsicherung könnte man Kinderarmut, gerade Kinderarmut, sehr effektiv bekämpfen. Es geht weiter im Bildungssystem. Wir haben eines der Rückstand im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Bildungssystem wird größer. Das rächt sich spätestens auch bei den Fachkräften. Also bei Kinderarmut, bei Bildung könnten wir eine Menge tun. Zweitens Reform im Steuersystem, das Arbeit entlastet und Vermögen stärker belastet. Nicht um irgendjemanden zu bestrafen oder wegen Neid, sondern einfach aus ökonomischer Effizienz zu sagen, Arbeit muss sich mehr lohnen. Nur so kann mehr wirtschaftliche Dynamik entstehen. Nur so können auch Fachkräfte mobilisiert werden. Das ist das Zweite. Zur Steuerreform gehören viele Elemente dazu. Wie gesagt, auch die Abschaffung von Minijobs sehe ich dafür ein wichtiges Element. Und das Dritte ist, dass man generell Diskriminierung in vielen Bereichen, sei es im Arbeitsleben, sei es in der Gesellschaft, reduziert, um die soziale Teilhabe zu verbessern. Also ich glaube, wir brauchen Sozialsysteme, die so ausgerichtet sind, dass sie Menschen mobilisieren, dass sie aktiv sind, proaktiv sind, nicht erst warten, bis jemand arbeitslos geworden ist oder ein gesundheitliches Problem entstanden ist, sondern frühzeitig hilft, Menschen Chancen im Leben zu eröffnen, um eben den Schaden zu verhindern. Und das würde ja auch dem Sozialstaat eine Menge Geld sparen und Steuergeld sparen, wenn Menschen gar nicht erst auf soziale Leistungen angewiesen sind. Also das wären so die drei Bereiche, jetzt mal exemplarisch genannt, wo man eine Menge tun könnte. Und ganz wichtig für mich ist, wo alle von profitieren würden, nicht nur die Betroffenen. Super, und vielen Dank für diese Erklärung. Kommen wir zurück zum internationalen Vergleich. Gibt es schon Länder, die in diesem Prozess, in diesen verschiedenen Bereichen schon viel weiter sind oder die das viel besser gelöst haben von Anfang an? Für Deutschland sind sicherlich die nordischen Länder Vorbilder, die in vielen Bereichen uns 30, 40 Jahre voraus sind. Also Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Island, die beispielsweise schon in den 80er, 90er Jahren sehr stark da auf Bildungschancen, Chancengleichheit gesetzt haben, die bei der Gleichstellung von Männern und Frauen und in Bezug auf Vielfalt das viel früher Hürden abgebaut haben, Chancengleichheit wirklich ermöglicht haben. Ich nenne diese nordischen Länder, weil sie einen ähnlichen Gesellschaftsvertrag wie wir haben. Also die soziale Marktwirtschaft ähnlich stark in diesen Ländern verankert ist wie bei uns. USA und Großbritannien haben eine ganz andere Logik, eine ganz andere Gesellschaftsordnung. Aber die nordischen Länder sind sicherlich Vorbilder. Und wie gesagt, in manchen Bereichen hinken wir da in Deutschland 30, 40 Jahre hinterher. Letztlich geht es ja auch nicht nur oder geht es nicht primär um wirtschaftlichen Wohlstand, sondern es geht darum, dass Menschen ein glückliches, gesundes, erfülltes Leben haben. Und wenn man jetzt den Glücksmonitor, die globalen Befragung von Lebenszufriedenheit schaut, sieht man beispielsweise, dass die Finnen zu den glücklichsten Menschen weltweit gehören. Und ich glaube, das könnten wir uns gut als Vorbild nehmen.
Das stimmt. Also Sie haben jetzt 30 Jahre angesprochen. Deutschland hat natürlich in den letzten 30 Jahren einiges überstanden. Also die Wiedervereinigung zum einen, die Wirtschaftskrise der Nullerjahre und die Finanzkrise in 2008, 2009. Was können wir aus diesen vergangenen Krisen vielleicht lernen, um Fehler in der jetzigen Krise und diese jetzige Situation zu vermeiden? Unnötigen Fehlern natürlich. Was mir in Deutschland auffällt, ist, dass wir sehr gut darin sind, uns selbst klein zu machen, die Fehler zu sehen, die Probleme zu sehen und nicht auch die Stärken stärker zu betonen. Deutschland hat nicht nur in den letzten 30 Jahren, sondern in den letzten 70 Jahren, fast 80 Jahren, extrem viel Wohlstand geschaffen, viel richtig gemacht. Und wir sollten uns auch darauf fokussieren, zu sagen, wir wissen, was die Herausforderungen sind. Was sind die Stärken, die wir als Gesellschaft haben, um Fehler zu beheben, um voranzukommen, um Fortschritt zu machen? Und für mich liegen diese Stärken in drei Bereichen. Erster Bereich, wir haben gute staatliche Institutionen. Das mag jetzt überraschen, weil ich eben gesagt habe, wir haben ein schlechtes Steuersystem, der Staat ist zu bürokratisch, ist alles richtig. Aber ich glaube, wir haben gute Institutionen. Häufig mangelt es am politischen Willen. Wir haben einen starken Rechtsstaat. Wir haben viele gute Dinge bei staatlichen Institutionen, die da sind, die wir nutzen müssen. Der zweite Bereich ist unsere Wirtschaft. Und zwar, dass der Mittelstand, Familien und geführte mittelständische Unternehmen eine so zentrale Rolle spielen. Die übernehmen viel Verantwortung, schaffen viele gute Jobs, sind häufig sehr flexibel, sehr resilient, eben auch mit Krisen umgehen zu können. Das ist eine große Stärke, schnell und flexibel, resilient auf Krisen reagieren zu können. Das ist bei allen Problemen, die wir heute haben, wirtschaftlich, bei den Unternehmen, beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung, eine riesige Stärke. Und das Dritte und für mich vielleicht wichtigste als Stärke ist der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Solidarität. Und wir wissen aus hunderten Studien in den letzten 70, 80 Jahren, dass Gesellschaften, die einen starken Zusammenhalt haben, die einen hohen Wert auf Solidarität legen, die einen hohen Wert auf Schutz der verletzlichsten Gruppen Menschen in der Krise legen. Große Krisen, ob das jetzt Wirtschaftskrisen sind, Finanzkrisen, Pandemien, Kriege, geopolitische Konflikte, eine Wiedervereinigung, die Sie angesprochen haben, auch eine Herausforderung, dass Sie solche Herausforderungen viel stärker bestehen können. Und einfach mal auf diese drei großen Stärken fokussieren und sagen, wie können wir die jetzt mobilisieren, um eben die Probleme zu beheben, die wir heute haben. Also dieses positiven Ausblick und das Anpacken mit den Stärken, das würde ich mir wünschen, dass wir uns da stärker darauf besinnen würden. Vielen Dank, Marcel Fratscher, für dieses Gespräch. Positives betonen, die Stärke betonen und Deutschland könnte viel weiterkommen. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.